Mal gucken, ob es hier auch ganz gut geht. Ja, sieht eigentlich ganz mach. Bist du? Das ist natürlich blöd, wenn es auf einmal schneller wird. Dann geht's nicht mehr. So, willkommen zurück zu Mario Party 4. Und ja, geht's hier jetzt gleich weiter. Ich muss den kurz den Emulator neu starten. Hoffe, dass er jetzt flüssiger läuft. Haben noch ein paar Umstellungen gemacht. Bis jetzt läuft es ganz gut. Wir werden gucken, wie lang es flüssig läuft. Das war gerade Megapilz. Ja, das ist jetzt nicht ganz so gut. Mit dem kann man nämlich dreimal würfeln, so wie ein Goldpilz. Und du bist halt auch eben riesig, kannst dreimal würfeln. Ja. Sie braucht aber die Glücksfee, um rüber zum Stern zu kommen. Ja, und diesmal hilft ihr die Glücksfee Gumba. Und ein weiterer Maxi-Pilz. Ja, wie wir uns schon im letzten Part Gedanken gemacht haben, werden wir hier natürlich das Item einsetzen und uns von Mario die 10 Münzen zurückholen, die er uns im letzten Part noch geklaut hat. Denn, wie gesagt, eine 3 werde ich ja wohl... Ich dachte jetzt schon, ich würfe eine 1. Ja, denke mir. 16 geht sich mit Leichtigkeit aus. Da kommt man, glaube ich, nur mit einem Mini-Pilz rein. Was ich im letzten Part gemeint habe. Hier bei dem Kartenstapel. Perfekt. Dann los, Donkey. Zeige uns deinen Highspeed. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe jetzt noch keine 1 gewürfelt. Es ist schon irgendwo nicht ganz normal. Ja, man sieht, man kann auch nicht das normal groß da rein. Man muss hier schon als Mini, damit hier was passiert. Als Mini. Ja. Mini-Person ankommen. Ins Netz gegangen, das erste 2 gegen 2 Minispiel. Das heißt, glaube ich, Chip-Chip fangen. Ja, Chip-Chip fangen. Rote sind 1 Punkt, gelbe sogar 2 Punkte wert. A fangen, B Netz leeren. Sehr schön. Ich habe jetzt, ich glaube, ich spiele mit Donkey, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich spiele mit Donkey. Okay. Das dauert anscheinend ziemlich lange. Ich locke natürlich jetzt alle zu ihr, indem dass ich hier fortbewege. Komm, Donkey. Ja. Sehr schön. Ich locke alle zu dir, Donkey. Ich bin gerade zu blöd für alles. Mario, nein. Komm. Ja. Dieses Slow-Mo bin ich gerade zu blöd für das Ganze. Normalerweise kann ich das eigentlich, aber ich weiß nicht, ich komme gerade irgendwie mit der Slow-Motion nicht zurecht. Weil ich mich eben nicht in der Geschwindigkeit fortbewege, die ich von mir selbst gewohnt bin. Jetzt ging es gerade, aber ich packe selbst nicht. Donkey! Nein, Donkey! Ah, wir gewinnen das dank Donkey. Ich bin zu blöd zum Fischen, nee. Ich habe keinen einzigen Fisch. Ich habe keinen einzigen Chip-Chip gefangen. Ja, man kann hier auch nur voll lenken, das ist das Problem. Wenn man voll lenkt, dann gehen die Fische von einem weg. Nein, ich muss Mario aufhalten. Ich muss Mario aufhalten. Ich muss ihn aufhalten. Nein, nein. Warte, ich kann mir den Fisch einfach.
Egal, wir gewinnen trotzdem 13 zu 10. Dank Donkey. Gott sei Dank. Ich hätte schon gedacht, wir verlieren jetzt, weil ich hier nicht meine... Ja, meinen Analogstick nicht so verwenden kann, wie ich ihn gerne hätte. Dass ich eben nur ganz langsam lenke, dass man sich langsam vorbewegt. Was in diesem Spiel ja auch gefragt wird. Was ist denn hier jetzt für ein Bug los? Ich habe nichts geändert, was das betrifft. Ich habe nur ein paar Programme geschlossen. Okay. Ich hoffe, das kriegt sich wieder ein innerhalb der nächsten paar Runden. Zwei Folgerunde auch nicht. Wieso sind die Felder jetzt alle schwarz? Ich habe doch nichts geändert. Ah, 10 Münzen für Daisy. Bald kann sie sich den Stern leisten. Ist hier, was ist hier? Oh, einfach ein Item. Ne, sehr schön. Ein Battle-Minispiel. Das erste Battle-Game. Yes. Bitte nicht zu viel. Sehr schön. 10 Münzen kann sich jeder leisten. Weil 50 könnte ich mir nur selbst leisten. Das wäre dann ein bisschen blöd. Ja. Und da ist es so, dass der das auf dem Feld landet, sich zwischen zwei Minispielen entscheiden darf. Was ich mal richtig gut finde. Dass man, wenn man auf dem Battlefield landet, dann entscheiden darf, was kommt. Und dann nimmt sie auch so ein geniales Spiel. Halt alle Spiele weniger als 30 Punkte gilt es als unentschieden. Nice. Das hatte ich noch nie. Also, normalerweise schaffe ich schon nicht 100%, aber nahe dran, sag ich jetzt mal. Mal gucken, ob es hier auch ganz gut geht. Ja, sieht eigentlich ganz mach. Bist du? Das ist natürlich blöd, wenn es auf einmal schneller wird. Dann geht's nicht mehr. Das war gerade extremst nervig. Diese auf einmal wird's schneller Sache. Und es geht ja nicht darum, wer schneller ist, sondern wer es besser gemacht hat. Sehr schön. Auf einmal beschleunigt es. Das heißt, mittendrin habe ich irgendwo einen kompletten Aussetzer. Und trotzdem 98%. Perfekt. Also beinahe perfekt. 98 von 100. Ja, aber her mit meinem Money. 28 Münzen nehme ich liebend gerne. Okay, ich habe keine Ahnung, was es jetzt hat. Und da ist sie. Yes, danke sehr. Endlich, die erste 1. Wird mit einem Mini-Pilz, nein, mit einem Maxi-Pilz gefeiert. Okay. Kann ich jetzt leider auch nicht machen. Ich hoffe, das ist dann in der nächsten Party wieder normal. Ich werde natürlich das Brett neu starten bis zum nächsten Part und hoffe, dass dann da wieder die Felder normal sind. Denn ich weiß nicht, warum die Felder jetzt auf einmal schwarz wurden. Die waren ja nicht von Anfang an so, sondern sind jetzt einfach schwarz geworden. Von einem Minispiel zum nächsten. Ja, blau, da war der Stern vorher. Jetzt ist er bei Daisy unten und sie kann ihn sich sowieso nicht leisten. Das heißt, ich brauche meine Lampe noch immer nicht einsetzen. Und selbst wenn sie irgendwann das Geld hätte, ja, würde es auf jeden Fall... Selbst wenn sie sich kaufen würde, hätte ich dann immer noch die Magic Lamp für den nächsten Stern. Und es reicht mir ein Stern Vorsprung.
denn den Minispielstein gewinne ich ja, wie man sieht. Kerker Doppel. Das kommt mehr auf mich drauf an, als auf den Computer, würde ich jetzt mal behaupten. Weil hier mit diesen Geschwindigkeitsschwankungen könnte das für mich sogar schwierig werden. A springen, B Hebel betätigen. Und der andere muss auf Y und X die Plattform rotieren und LR Ballon aufblasen. Achso, ja, das ist dann... Das heißt, entweder man hat am Anfang A zum Springen oder B zum Hebel betätigen. Also man muss halt beides machen. Und beim Rotieren muss man halt gucken, welcher man ist, X oder Y. Und danach zum Aufblasen L und R. Aber es steht, glaube ich, jeder drauf. Ah, sehr gut. Der erste ist Donkey. Go, Donkey! Sehr gut, sehr gut. Donkey, gib Gas. Wir sind in Führung. Das ist ein gutes Zeichen. Das B drücken geht bei mir gerade ziemlich gut. Was habe ich hier? Y. Donkey, spring drauf. Sehr schön. Wow, Donkey dreht schon mal weiter. Obwohl ich noch gar nicht oben war. Donkey, ich drehe zuerst. Sehr schön. Kommt da hoch, wenn ich weiter drehe? Ja, sehr schön. Er ist ein Hardcomputer, er schafft das. Sonst hatte ich immer den unfähigen Computer, der daneben gesprungen ist, wenn ich nicht angehalten habe. Wenn ich beide drehen, geht das ein bisschen schneller, deswegen habe ich ein bisschen mitgedreht. So. Hier rein. Donkey, ich hab's. Go! Hey Donkey, come on. Nicht so blöd sein. Das hasse ich. Wenn ich schon das Richtige rausgefunden habe, muss er noch unbedingt ein Falsches testen. Ich hab's. Er muss unbedingt noch das Falsche testen. Den Sieg haben wir. Okay, es ist eh besser, wenn man immer bis ganz nach unten drückt und dann nach oben. Geht die meiste Luft durch. Go, Donkey! Wir schaffen es unter... Unter 1,40 wollte ich sagen. Wir schaffen es sogar in 1,36. Das ist nicht schlecht. Sehr gute Zeit. Waluigi und Donkey Kong 1. Naja, natürlich. Easy win. Donkey darf sich auch mal über ein paar Münzen freuen. Ich setze den Megapilz ein. Ich glaube, Donkey ist auf der... Ich glaube, irgendwer ist hier rüber. Komm, außer ihr. Oder ist... Ne, sie müsste eigentlich immer noch alleine sein. Sind ja alle irgendwo anders. Wir beide sind da oben. Und Donkey ist dort auf dem blauen Weg. 9, 8 und 8, ja. Bringt dir rein gar nichts, außer dass du einen Pilz verschwendest. Einen Megapilz, für den du, glaube ich, 15 Münzen verschwendet hast, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, der kostet 15 Münzen. Da ist ein blaues Feld, okay.
Immerhin, man sieht, wenn es aufleuchtet, was es ist. Es ist ja immerhin etwas. Ob es ein blaues, ein rotes oder ein eigenes Feld ist. Oder halt eigenes und den kann man leider nicht unterscheiden. Ob eigenes oder... Ach komm, das war leider zu wenig. Außer ich verliere hier. Das wäre mir irgendwie sogar lieber. Komm, würfel einfach eine 10, da kann ich es nicht überbieten. Der 7 kann ich normalerweise auch nicht überbieten, ja. Perfekt, sehr schön. Zurück zum Start. Und ich werde nicht von Mario zertreten. Das heißt, Mario bekommt hier von mir keine Münzen. Oh, natürlich ist hier ein rotes Feld. Ist klar, Leute. Das wusste ich natürlich nicht. Und selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich nichts dagegen tun können. Es ist mir lieber, als zertreten zu werden. Ich glaube, eins weiter wäre ein Bombenfeld gewesen. Blöderweise sieht man es nicht. Ich finde diesen Bug richtig kacke. Wie viel der Runde haben wir eigentlich? Die 8 von 15, sehr schön. Da haben wir ja mal die Hälfte geschafft. Wenn dann die letzten 5 Runden anfangen, werde ich den Part natürlich beenden. Alle gegen mich. Habe ich nichts dagegen. Schaumschläger. Ist das das, wo ich in der Mitte bin und alle anderen drei machen die Wellen? Ja, genau das ist das. Ja, die Teamspieler müssen den Stampfattacken ausführen, der einzelne Spieler versucht nicht ins Wasser zu fallen. Ja! Wie gut, wenn es hier auf einmal schneller wird, habe ich ein Problem. Wenn ich auf einmal... Oder... Es ist jetzt, glaube ich, sogar schnell... Ne, es ist jetzt langsam. Wo, okay, es geht aber eigentlich von der Geschwindigkeit her. Ich muss halt immer gucken, in der Mitte zu bleiben, damit ich hier nicht runterfalle. Oder ich gehe einfach instant ins Wasser. Obwohl ich die ganze Zeit in der Mitte war. Okay, lassen wir das mal. Lassen wir das mal so dahingestellt. Dass ich innerhalb von 5 Sekunden oder so im Wasser war. Sie versucht sich an der Lotterie. Ich hoffe mal, sie gewinnt nicht. Weil mit einem Münzengewinn... Ach ja, genau, ich sollte da doch mal hinkommen. Denn da gibt es ja... Etwas für die letzten 5 Runden, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Habe ich noch nie gewonnen. Dass ich, da bekommt man so ein Los. Und das wird dann bei den letzten 5 Runden ausgezählt. Ich kann euch aber leider nicht sagen, was passiert, wenn man das richtige Los hat. Bekommt man da irgendwie extra Münzen? Oder ist man dann der, der entscheidet, was in den letzten 5 Runden passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, man... Dass dann die Lose ausgelost werden, ja. Dass dann die Lose ausgelost werden und da dann halt irgendwas passieren könnte, sollte, dürfte. Ich meine, umsonst wird das ja nicht sein. Ich hatte aber noch nie das richtige Los. Wenn es jetzt noch eine Zauberlampe gibt, dann setze ich nächste Runde meine ein. Oh yes! Der Typ mit den 2 Zauberlampen, Leute. Der Typ mit den 2 Zauberlampen. Ich bin Rich Man. Ich gönn mir halt einfach. Alles klar. Ich gönn mir richtig. Nächste Runde kann ich sogar riskieren, weil Daisy hätte zwar einen Maxi-Pilz, aber sie müsste, glaube ich, eine 17 oder so würfeln, um mich wirklich zu erwischen. Oder nee, ich dürfte sie dann eigentlich nicht überholen.
darf ja danach nochmal würfeln, das ist ja das Blöde. Ist egal. Ich werde es nächste Runde trotzdem probieren. Daisy ist ja vor mir dran. Und dann werde ich einfach mal gucken, wie sich's ergibt. Go Goomba, Würfel! Ja, eine 5. Eine 50-50 Chance. Eigentlich ist es höher als zu überbieten, weil die 5 ja nicht mehr möglich ist. Dann eine 6, 7, 8, 9, 10, um ihn zu überbieten, und eine 1 bis 4, um ihn zu unterbieten. Also eine 60 zu 4. Eine 50 zu. Ist doch egal. Wen interessiert das? Ach ja. Mario rennt hier seine Runden. Auf jeden Fall sehr interessant zuzugucken. Mal gucken, vielleicht ein Lucky Minigame? Nein? Hatten wir ja schon. Yes! Yes! Das Spiel muss man nämlich freischalten, um es bei den extra Minispielen das Bonusspiel freischalten zu können. Das sind nämlich Druckerpresse, und bei den Bonusspielen gibt es dann Druckerpresse Plus. Da geht es dann auf unendlich viele Seiten. Hier ist halt so, wenn nur noch einer lebt, ist es zu Ende. Und man muss halt immer das Loch finden im Buch, um ja die nächste Seite zu überleben sozusagen. Und Druckerpresse Plus, da kann man halt testen, wie weit man kommen würde, weil es ja immer schneller wird. Man hat nur manchmal das Problem, dass einen die Computer ein bisschen abdrängen wollen, und dann könnte es schon mal schief gehen. Und manchmal sieht man auch einfach das Loch nicht. Ein bisschen kompliziert zum Erkennen ist, also ein bisschen schwierig zu erkennen ist. Hier ist er jetzt. Mario kommt auch zu mir, dann nehmen wir diesmal den Mond. Dann wieder rüber zur Sonne. Neu zum Stern. Mini-Stern. Mini-Stern killt auch, glaube ich, wenn man zu nahe dran steht am Buch. Wow. Mario quetscht mich hier nicht ein. Oh, zwei weniger. Und Mario verliert auch. Danke sehr. Eins meiner Lieblingsminispiele hier aus Mario Party 4. Ich finde es, glaube ich, bin gerade überlegen. Nee, es gibt noch eins, das auch ziemlich genial ist. Und hier gibt es auch ein ziemlich geniales Glücksminispiel. Ich hoffe, wir sehen es, aber das kommt jetzt ziemlich spät. Ich will nur nicht spoilern, aber es ist ein ziemlich spätes Minispiel. Also es ist kein normales Minispiel, was jetzt jede Runde kommen könnte, sondern ein besonderes Minispiel, was man erst freispielen muss sozusagen. Aber dazu kommen wir erst, wenn wir soweit sind. Das wird sich jetzt erst am Ende des Let's Plays aufgedeckt werden, was ich damit meine. Ich finde es sehr nett, dass sie diesen Pilz einsetzt. Damit kann mir auf jeden Fall nichts passieren, wenn ich darüber gehe. Damit kann sie mich auf jeden Fall nicht mehr zertrampeln. So, dann würde ich sagen, setze ich meine Zauberlampe ein. Erscheine! Flaschengeist! Etwas größer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ja, der ist ein bisschen gewachsen in letzter Zeit. Das war nur sein Bauchnabel, was man da gerade gesehen hat. Ich dachte am Anfang, das war sein... Also man könnte es schon fast als Kopf sehen, und dann sieht man, dass es nur sein Bauchnabel ist. Ich bin der Geist der Lampe. Ja, für Freunde der Freundegeist. Der Lampengeist, ja. Bring mich zum Stern. Und zwar auf deine Weise, ja. Einfach mal in die Luft springen und... ja, ich bin dann direkt beim Stern, ne? Ja, wird Zeit, dass ich auftauche, ich weiß. Ich bin schon etwas spät dran.
Daisy war schon ein paar Mal hier und wollte ihn dir wegnehmen. Aber wissen ja so, Freundschaftspreis geht immer an mich. Können wir keiner Dame einen Stern überlassen. Sehr gut gemacht, Gumba, auf jeden Fall. Schön die Preise in die Höhe getrieben. Ja, die Chancen neu verteilen. Der nächste Stern ist hier. Ne, ich kann jetzt kein Item einsetzen. Da ist die 1! Da ist die zweite 1! Yes! Es kommen ja doch noch ein paar 1er. Ich hätte schon gedacht, ich kann kein Best-of mit 1er neu machen. Hätte mich stark verärgert. Mal war der 1er, 2er hier Best-of. Jedes Mal zu Silvester. Also alle 2 Jahre, glaube ich. Ich glaube, das erste war. Das zweite war jetzt dieses Silvester. Und Map Party 1 war, glaube ich, vor 2 Jahren. Zu Silvester. Also, eigentlich schon seit vor 3 Jahren, wenn man es jetzt genau nimmt. Nicht ganz 3 Jahre, aber 2 Jahre und das bisschen zu Silvester zurück. Ich weiß ja nicht, wann dieses Projekt hier anfängt. Ich nehme es auf, es ist gerade bei mir der 1.1.2017. Das ist mein Aufnahmedatum. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wann dieses Projekt startet. Aber es dürfte nicht allzu früh sein. Ich glaube, wir fangen es im März damit an. Irgendwann im März. Also ist auf jeden Fall ein bisschen. Wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit vergehen, bis ihr den Part seht. Ihr seht ihn jetzt, aber aufgenommen ist er schon vor 2 Monaten oder so. Also seit 2 Monaten. Da kommt jetzt erst endlich der erste Auftritt von Bowser. Oder auch nicht. Dann kommt halt Mini-Bowser. Das ist nämlich auch zufällig. Entweder es kommt Mini-Bowser oder es kommt Bowser. Bei Bowser kann es eben auch sein, dass ein Bowser-Minispiel kommt. Die sind auch ziemlich genial, die Bowser-Minispiele. Vielleicht noch ein gutes 2 gegen 2. Die große Entweichung. Das war mit Stampfattacke. Aber ich weiß nicht mehr, welche Taste ich die mache, die Stampfattacke. Ah, 2x A, okay. Denn N64 macht man sie ja mit AZ, die Stampfattacke. Hier macht man sie mit 2x A, okay. War ich mir jetzt nicht mehr sicher. Weil es eine Z-Taste gibt ja auf dem GameCube. Nur bedingt. Für was anderes. Go Donkey! Yes, das sieht nach gleichzeitig aus. Warum ist es noch immer nicht? Denk mir ja schon, sind ja schon fast komplett weg. Also, die Luft ist ja schon fast weg. Bin schon gewundert, warum wir nicht gewonnen haben. Donkey ist der mit den meisten Münzen jetzt gerade. Wie ich sehe. Gar nicht mehr ich. Da ich mir ja den Stern gekauft habe. Ich nicht mehr erster. Und hier sind die letzten 5 Runden. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dann und auf Wiedersehen.